Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit den Spartanern und der Sparta Challenge. Upsi. So. Gut, also letztes Mal haben wir unsere Stadt glorreich verteidigt. Es war sehr einfach. Also, okay. Also der hat sich auch nicht klug aufgestellt. Das mache ich automatisch, weil das egal ist, was mit denen passiert. Weil, ja, es sind nur Söldner. Mit dir sterben ist sogar, so brutal es auch klingt, ganz gut. Genau. So, Massilia, die treiben gerade die Joll, heißen die so? Treiben die ganz schön weg, was ziemlich gut ist. Das Schwert wurde gezogen. Ja, aber noch nicht reingesteckt. Das klingt versaut. So. Gut, Siedlung wird belagert. Wo denn? Hier. Okay, Verschleißbericht. Minus 18. Nach Hause, Nahrungsmittel, Knappheit. Wieso habe ich minus 18 Nahrung? Könnte mir das bitte mal eine verzählen? So. Ja, warte mal. Ah, ich vergesse immer zu schauen. Ah, das konnte ich gerade gar nicht schauen. Das plündere ich mal. Weil dann kann ich hier landwirtschaftlich bauen. Das kommt weg und das kommt weg. So, du hast einfach deine Heimat, deine Heimatstadt, dein Heimatdorf sterbend zurückgelassen. Deine ganzen Familien sind jetzt tot, ne? Ihr Schnuckis. Okay, also. Wie sieht es denn hier mit der Garnison aus? Null. Das ist ein bisschen wenig. Das heißt, sobald ich hier weggehe, dann kommt der und holt sich die zurück. Das ist nicht gut. Du hast das gerade eingenommen. Du, dich brauche ich noch. Du, dich brauche ich auch noch. Und hier unten. Da hole ich mir dann die da als nächstes. Hier klaue ich mal ein bisschen. Hier die da löse ich auf. Oh, dann bekomme ich jetzt 30.000, fast 31.000 nächste Runde. Das ist schon mal sehr gut. So. Dann baue ich hier auch alles aus. Öffentliche Ordnung, das weiter. Münzenmacher, das weiter. Minus 8 Nahrung. Nee. Ich fokussiere mich jetzt komplett auf Nahrung. Und schon wieder habe ich alles weg. Warte, das da kann ich noch. 4. Ja, nee. Das würde mir. Ah, hier. 5 Nahrung. Und hier nochmal 7 Nahrung. Sehr gut. Und hier auch sogar nochmal 5 und 7. Und die brauchen nur 3 Runden noch. Das ist sehr gut. Okay, jetzt habe ich ja auch. Ja. 96 Euronen Gold. Sieht ja fast so aus wie auf meinem Konto. der Fluch der Selbstständigen. Also, das ist jetzt übertrieben gesagt. Also, alle haben Geldprobleme irgendwo. Aber ihr wisst, was ich meine. Gut, der gehört mir. Ah, der ist schon 67. Wieso habe ich die Schlacht nicht gespielt? Schade. Oh, hier könnte ich. Ah, das habe ich noch. Sonst könnte ich die alle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sonst könnte ich die alle
auflösen und dann hier Gold 3 machen, also Rang 9. Ich hoffe, der überlebt noch eine Runde. Ich hoffe, der überlebt eine Runde noch. Wenn nicht, ist es Karma. Ja. Nein. Ich darf nicht. Ich würde zwar, aber ich darf nicht. So, Trevorum wird angegriffen. Und zwar mit Veteranen, die da können nichts, aber die, die da sind gut. Ist das Prinzessin Leia? In altertümlich. Es sieht vielleicht bescheuert aus. Entschuldigung. Okay. Ich habe einmal Nee. Das brauche ich gar nicht zu versuchen. Also selbst wenn er die seine Steinschleuderer nicht gut positioniert. Ja, die Adligen, die haben wir ja letztes Mal gesehen, die sind sehr gut gegen. Aber das probiere ich. Die sind sehr, sehr gut gegen die Pikeniere zurechtgekommen. Die hatten da wirklich kein Problem. Nun denn. So, wieder diese Schlacht hier. Der hat jetzt 3 Einheiten. Die Schwertkämpfer, die sind okay. Die Adligen sind gefährlich. Ich glaube, ich baue mich wieder hier auf. Ich glaube, das ist ganz gut. Also ich hoffe, der geht jetzt, also logisch wäre, glaube ich, komplett hierhin. Dann werde ich mit denen versuchen, die von hinten anzugreifen. Also ich muss auf jeden Fall die einkesseln, das ist extrem wichtig und der macht das nicht. Ist echt komisch. Das ist echt komisch, dass die immer so sich verhalten. Es ist echt seltsam. Aber wir haben eine goldene Rüstung, das heißt, die werden doch wohl ein bisschen. Der baut sich hier wieder so krass breit auf. Das ist echt sonderbar. Ist wirklich sonderbar. Okay, die erste Salve haben alle überlebt, das ist gut. Wir erwarten eure Befehle. Bereit zum Einsatz. Schnell vorrücken. Die zweite Salve haben auch alle überlebt, das ist auch sehr gut. Und jetzt kommt Gegenschlag. Die Frage ist, ob ich das wirklich jetzt schon versuchen soll. Nee. Noch nicht. Aber die Schwertkämpfer machen die Jugendlichen platt. Muss das ja wieder sehr, sehr defensiv spielen.
Okay, der geht jetzt echt zum Angriff über. Dann gehe ich mit denen jetzt tatsächlich auch hier runter. Ich wollte gerade sagen, so ja, ich mache Dauerfeuer und der verliert nichts. Okay, jetzt langsam verliert er was. Spartanische Piken, wir erwarten eure Befehle. Nein, der kommt. Okay, das ist gut, das ist gut. Bleib einfach so stehen. Der ist halt, von vorne ist er besser geschützt. Aber von hinten komme ich nicht an ihn ran wegen diesen blöden Typen. Oh, er greift an. Ich hoffe. Also, wenn er hier rumgeht, unser General wird angegriffen. Dann habe ich ein Problem. Nee, nee, das machst du nicht mit mir. Eigentlich habe ich ja gesagt, dass die schnell angreifen sollen, haben sie aber nicht gemacht. Nein, was macht ihr, Idioten? Kannst du hier schnelles Marschieren? Schnell vorrücken. Hier durch und dann in den Rücken. Doppelte Geschwindigkeit. Das ist ja extrem wichtig und gut. Das ist gut. So, du triffst da nichts mehr, du kannst hier wieder hinschießen. Jetzt schießt er da von da. Interessant. Mehr ballern, aber jetzt habe ich ihn. Puh, sehr schön. Gut, du kommst jetzt auch her.
So, und du ballerst jetzt dahin. Hier kommt jetzt auch so. So, jetzt bitte bam. Schlacht wendet sich zu unseren Gunsten. Okay. Gut. Aber das war auch sehr lucky, dass. Vielleicht ein bisschen. Es war auch sehr lucky, dass. Dass der so. Sich so aufgestellt hatte, wie er sich aufgestellt hat. Nee, das war gar nicht so eine interessante Schlacht. Aber so kann man immer die KI sehr schön austricksen. Vor allen Dingen, wenn sie so gute und schlaue Manöver macht. Na gut. Aber wie gesagt, also wenn man gegen echte Menschen spielt, dann ist das schon wieder was komplett anderes. Meistens, also wenn man nebeneinander startet und sich auch nicht wirklich freundlich gesinnt ist, kann es sehr schnell sein, dass man ja gegeneinander einfach die ganze Zeit kämpft und dann derjenige, der zuerst von anderen von KI-Kämpfern oder KI-Streitmächten angegriffen wird oder überrollt wird, sage ich mal so, der hat verloren. Meistens. Weil nämlich beim Koop-Spiel kommt es nicht selten vor, dass man einfach gegeneinander spielt und was ich sagen will, man spielt dann gegeneinander und man kann die feindlichen Armeen auch steuern. Also wenn der Feind jetzt einen angreift, dann hat man eben eine Fullstack-Armee und kämpft gegen einen anderen. Das ist sehr unpraktisch. Oft. Okay, gut. Also, was haben wir denn hier? Also, wir haben dreimal Pikiniere. Es bietet sich eigentlich sogar an, hier dann zu verteidigen. Wäre, glaube ich, interessanter als jetzt wieder, wenn ich mich wieder hier oben verbunker und haben wir alles schon gesehen, ist langweilig so. So ist das doch besser. Gut, also Obliken, Pikiniere. So.
Niere. Niere. Hopliten, Hopliten. Jugendliche. Das ist, glaube ich, anders. Ich mache hier die tolle Dreiecksform. Ist eigentlich immer eine ziemlich coole Form, weil dann die, die hier angegriffen werden, werden automatisch von hinten oder von der Seite angegriffen. Die Jugendlichen kommen hier hin, falls hier Probleme entstehen. Die da kommen hier. Die da kommen hier hin. Ein bisschen näher, näher, so. Habe ich jetzt alle? Ich habe alle. Und let's go. So, die kommen dann auch gleich weg. Mal schauen, wohin. Und 3, 2, 1, 1, 1. So. Später hätte ich es nicht machen dürfen. Noch später hätte ich es tatsächlich nicht machen dürfen. Okay, sind dann verlangsamt. Ja. Warte, nee, der kommt so hin, der kommt daher. Irgendwie backt es ein bisschen rum. So. Okay. Geh nach da, will er gar nicht, das ist gut. Hier ist noch ein. Also hier könnte er noch hin, aber ich glaube nicht, dass er das macht. Oh, das sind die Azubis. Das passt auch, das sind einfach nur einfache Leute. Ich gehe mal hier hoch und dann schieße ich von oben runter. Ich glaube, das ist ganz gut. Ich glaube, das ist ganz gut. Aber ich helfe denen. Die da sind dann ganz gut unterwegs. So. Sind gerade echt ein bisschen orientierungslos. Naja, okay.
Ja, hab viele verloren, aber in Ordnung. Oh. Das ist unpraktisch. Dann gehst du mal hoch. Kreis hier an. Bitte schnell hier. Das ist alles gut. Ja, der. Nicht immer schnell, sondern gemächlich und geordnet. Gut, hier ist auch alles gut. Okay, hier, also das Tor greift er auch noch nicht an, oder? Doch. Feuerschaden ist noch sehr gering. Bis er hier durch ist, sind die auch wieder frei. Okay, alle Schwertkämpfer, oder? Nee, Speer, okay. Die kommen da schon ein bisschen besser gegen Pikeniere an. Gut. Wieder, der kann feuern. Ja, mach halt. Was ist los bei dir? Warte mal. Los bei dir. Die ganze Zeit fällt er nicht und lässt sich befeuern. Sehr schön. Pass ich halt gerade nicht mehr auf, was bei uns passiert. Ah, naja. Ah, die sollten auch gleich wanken. Das ist gut. Hier oben wanken auch. So schießt man. Auch Feuer. Weil ja. Unsere Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Wobei man muss halt sagen, dass man muss halt auch sagen, dass das ein bisschen übertrieben ist, dass man so schnell fallen kann mit dem. Ja, okay, die So ist die Phalanx aus. Na gut. Die Schlacht wendet sich zu unseren Gunsten. Na gut, na gut. So, glorreicher Sieg. Auf jeden Fall. Das, den Damage vom Tor darf man auch nie unterschätzen. Der macht so viel Schaden immer. Also, ja, ein General hat fast 600 getötet. Nicht schlecht, nicht schlecht. Getötet 1300 und verloren 1700.
Gefangen 300. Ja, okay. Ah, so viel haben die Türme dann jetzt doch nicht ausgemacht. Ah, ist egal. So, Fraktionsverhalten nichtete Karnuten. Verschleißbericht. Ich habe immer noch minus Nahrung. Das ist echt nicht so geil. Okay, die Kanuten sind weg. Schon mal praktisch. Dann nerven ein bisschen, die mache ich jetzt auch weg. Beziehungsweise bis ich zu denen vordringe. Ja. Okay. So, also hier. Eigentlich. Warte, ich mache erstmal 3 weg. So. Einen nochmal weg. Ich probiere es mal hier. Das sind ja die gleichen. Okay. Perfekt. Gut. Jetzt haben wir dann ja 5 Level 9, also Stufe 9er. Ist halt schon irre, wenn man so einen geilen General hat, ne? Ist schon richtig nice. Okay, wie sieht's aus? Also genau, hier die unten. Die erober ich jetzt mal. Muss aggressiv rein. Plünder ich auch. Oh. Hier, das da. Und das da kommt weg. Hier kommt das dahin. Hier kommt. Ja, hier brauche ich wieder ein bisschen was für öffentliche Ordnung. Okay, du gehst jetzt mal Richtung Syrakus und schaust, was die so machen. Bei Syrakus sind ja Verbündete, ne? Beziehungsweise die muss ich ja nicht töten. Syrakus ist doch, ja, ist griechisch. Genau. Ich weiß ja schon, also das ist ja so lange her, seit wir das hier angefangen haben. Ich weiß ja schon gar nicht mehr hundertprozentig die Richtlinien. Ich dachte gerade, also ich habe gerade gedacht, dass sobald es hellenistisch ist, ist es okay. Aber Makedonien musste ich auch erobern. Aber Makedonien ist ja auch hellenistisch. Ich glaube, es war nur Athen war in Ordnung. Was eigentlich auch komisch ist wegen Sparta oder gegen Athen. Aber das ist was anderes. Pergamon ist in Ordnung. Muss eigentlich Syrakus auch in Ordnung sein, weil Syrakus sind ja Griechen. An sich war, bevor es Rom gab, war hier eh alles griechisch, bis auf hier oben die Etrusker. Waren das eben die Etrusker? Ja, etruskische Liga, ja. Die Etrusker waren ja keine Griechen, die wurden ja dann von den Griechen mehr oder weniger verdammt, wenn man das so sagen darf, oder halt waren verpönt, weil war wieder ein bisschen in Richtung politisch, weil die Etrusker hatten richtig gute Weine. Also zuerst haben die bei den Griechen immer die Weine gekauft. Und irgendwann haben sie halt die Weine selbst hergestellt. Oder den Wein. Und der war so gut, dass dann
Ja, dass das dann eher andersrum war, dass die Etrusker, dass der etruskische Wein gekauft wurde von den Griechen dann. Das war auch sehr, sehr interessant. Okay, gut. Schon wieder 35 Minuten. Ich weiß nicht, wie die Zeit immer, wo die Zeit immer hingeht. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ihr habt was gelernt, vielleicht eventuell. Und ihr seid das nächste Mal wieder dabei. Bye bye.